Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, ihr seht hier die sächsische Armee und der Karl von Hake auf dem Weg nach Moskau. Nur noch Moschaisk und Podolsk liegen dazwischen. Und die Sache ist doch ziemlich riskant, was hier der gute General von Hake unternommen hat. Denn insbesondere der Nachschubweg, den ihr hier seht, ist schwer bedroht. Hier muss nur eine russische Armee von Süden oder auch von Norden kommen und schon ist der Nachschub völlig weggebrochen. Und dann steht er da, der gute Karl von Hake. Insofern ist das riskant, aber die Möglichkeit, tatsächlich bis nach Moskau vorzudringen, ist doch so verlockend, dass ich das gut nachvollziehen kann, dass der General diesen Parforce-Ritt, diese drastische Aktion, diese riskante Aktion unternommen hat. Ja, mein Plan ist es, dass wenn hier Koffen und Utena endlich gefallen sind, ich mit dieser Armee hier den nördlich davon ebenfalls nach Moskau vorstoße, um so eine etwas breitere Nachschubroute zu erschaffen, während die beiden Armeen hier an der Küste auf St. Petersburg vorrücken können. Ja, soweit die Theorie. Die spannende Frage ist, haben die Russen irgendwo eine Armee in der Hinterhand? Also ich weiß, laut Statistik haben sie ein bisschen was über 200.000 Soldaten. Die Frage ist, sind das nur ihre Garnison oder haben sie die Armee irgendwo? Nun gut, wir werden es bald sehen. Ja, aufgrund eines eurer Hinweise will ich aber hier nochmal was machen, nämlich genau einmal hier tatsächlich noch ein Schiff hinzuschicken nach Habsal, weil richtig gesehen dort noch nicht die Blockade erfolgt, und mit dem anderen freien Schiff werde ich hier mal nach Sundsvall segeln, um dort ja genau die Blockade an der schwedischen Ostküste, sind ja auch russische Provinzen, hier auch durchzusetzen. Das ist ja schon richtig eine Kontinentalsperre, kann man es eigentlich nennen, das Ganze. So, insofern können wir die Zeit laufen lassen. Dänemark ist in das französische Bündnis wieder eingetreten. Vermutlich werden sie dann auch bald den Krieg wieder beitreten. Möglicherweise ist die Friedenszeit abgelaufen. Und wir sind jetzt tatsächlich unbehelligt in Moschaisk angekommen. Und jetzt ist die Frage, auch hier nur 1000 Mann, und wir setzen hier unsere gute Tradition fort und werden auch hier den Sturmangriff befehlen auf Moschaisk. Und ich hoffe, auch dies wird ebenso erfolgreich laufen. Ja, ich bin begeistert und insofern... Oh, hier fehlt aber jetzt irgendwie der Nachschubweg. Warum... Da muss ich immer noch schnell einen Abstecher machen, ehe ich dann nach Podolsk gehe. Ich glaube, dann müsste er gesichert sein für mich, weil mir diese Provinz Moschaisk gehört. Oder es könnte das Problem sein, dass das irgendwie Kaluga zugeordnet ist. Und dann hätte ich ein Problem. Wir beobachten das. Wir beobachten das. So. Ja, hier Karlstadt ist... Da ist schon eine Bresche drin. Angreifen werde ich nicht, weil es hier... Ja, 7000 Mann, das ist einfach zu viel, aber ich hoffe, die Stadt wird bald fallen und dann kommt es dort auch nochmal zu einer interessanten Schlacht. So, wie sieht es jetzt hier aus? Jetzt haben wir hier tatsächlich die Provinz nochmal besetzt, und wenn wir rausgehen, was passiert dann? 4. August, sind wir raus? Ist irgendwo eine russische Armee in Sicht? Nee, das ist immer... Ja, tatsächlich, wir haben ein Problem, liebe Freunde. Diese Provinz scheint zu Kaluga zu gehören. Und jetzt... Kann man das irgendwo sehen? Ich glaube, nicht so richtig. Tja, jetzt kann ich das hier nicht weiter durchziehen, weil ich nur 60 Tage Vorräte dabei habe. Und das ist einfach zu... riskant, oder? Ja, Moschaisk, da werde ich versorgt. Ich meine, vielleicht genügt es ja, diese eroberten Städte.
Ich werde das mal beobachten und erstmal nach Podolsk weitergehen. Da habe ich ja schon zwei Provinzen, die mich, oder zwei Provinzstädte, die mich versorgen. Vielleicht ist das ja ausreichend. Auch hier kommt jetzt der Sturmangriff. Und dann stehen wir tatsächlich kurz vor Moskau. So, damit ist Dänemark wieder im Krieg mit Großbritannien. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Oh, diesmal haben wir doch ordentlich was verloren. 1300 Mann. Ja, das finde ich alles sehr, sehr gut. 96%. Ja. Gut, müssen wir sehen. Müssen wir beobachten. Ich weiß nicht, ob es reicht. Vielleicht reicht es. Insofern marschieren wir mal auf Moskau zu. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viel Verteidiger in Moskau stehen. Mannstärke 15.000. Das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass. Also da wird, glaube ich, einiges stehen. So, und ist hier irgendwo eine russische Armee aufgetaucht, die ich nicht im Blick hatte? Nee, sieht nicht so aus. Naja, dann können wir jetzt mal gespannt sein. Wann sind wir in Moskau? Am 7. August. Schon am nächsten Tag. Oh, und eine gute Nachricht. Nach 113 Tagen ist entweder endlich hier in Karlstadt. So, Moskau sind angekommen. Die Belagerung zu Ende. Und jetzt kommt es zu einer Schlacht der ersten Armee. Und die Schlacht gewinnen wir. Souverän. Leider ist ein winzig kleiner Rest dieser Armee. Ja, hat noch überlebt. So, Friedrich von Kleist ist Schützengrabenbauer. Ich habe das mal angestellt, finde ich irgendwie ganz witzig, dass man sieht, was für eine Eigenschaft die bekommen haben. Und jetzt, liebe Leute, werde ich diese Armee verfolgen. Es hilft nichts. Sonst fließt da die ganze Manpower der Russen rein. Wir kennen das. Deswegen muss ich jetzt hier so eine kleine Verfolgungsjagd starten. Wobei die sich natürlich immer verstecken wird. Ja, insofern ist das vielleicht... Naja, na mal sehen. Wir werden es erleben. Ach so, die Belagerung von Moskau wollten wir uns angucken. Wie sieht es denn aus? Ich fasse es nicht. In Moskau sind nur 1000 Mann. Ich kann es nicht glauben. Na gut. Aber das ist ja unglaublich. Aber die Hauptstadt ist St. Petersburg. Ja, das ist das Sternchen. Aber es ist natürlich trotzdem eine extrem wertvolle Stadt. Ja, dann in guter alter Tradition werden wir also auch Moskau erstürmen. Und das könnte jetzt ein historischer Moment werden, liebe Freunde. Ja, ohne Probleme. Russland hat die Kontrolle über Moskau verloren. Ja, und dadurch ist jetzt tatsächlich wieder Frankreich, hat Frankreich wieder die Vormachtstellung auf Land. Ja. So, hier muss ich mal gucken. Ah ja, die Versorgung scheint noch zu laufen. Okay. Gut, das ist natürlich jetzt wirklich ein schwerer Schlag eigentlich für Russland. Ja, das bringt auch 2% Kriegspunkte. 54 habe ich jetzt. Das kostet sie viel Manpower. Also wahrscheinlich über 1000 im Monat, wenn ich jetzt das richtig sehe. Das ist schon heftig. Das sind 5% ihrer Manpower. So. Die sind jetzt dort schon angekommen. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Brechen sie das... Ah ja, sie brechen ab. Ah, und sie kriegen schon ziemlich schnell Nachschub. Und jetzt können wir mal beobachten. Jetzt gehen sie dahin. Okay, dann denke ich mal, werden wir uns hier aufspalten, halbieren. So, und der eine Teil geht dann nach Norden und der andere Teil hierhin. Das müsste für diese 1600 Mann ja locker passen. Da darf jetzt nichts schief gehen. Und die bauen hier übrigens Schiffe ohne Ende. Die haben jetzt schon 5 Linienschiffe dort im Hafen. Irgendwann wird es ein Problem geben, vermute ich. Irgendwann wird es ein Problem geben, weil ich habe hier nur 6 Linienschiffe. Na gut, ich kann hier immerhin noch ein paar dazu holen, wenn es schwierig wird.
Hier habe ich nur leichte Schiffe. Habe ich hier noch irgendwo Linienschiffe? Da ist noch eins. Das muss ich mal austauschen. Ich muss hier oben die Linienschiffe haben. Gibt es hier noch Linienschiffe, die da nicht hingehören? Tatsächlich, da ist auch noch einer. Der muss hier auch oben hin. Weil im Falle einer Seeschlacht hier, die möglicherweise bevorsteht, sollte ich gerüstet sein. Und ich denke, ich werde auch noch mal ein bisschen Linienschiffe bauen. Wo sind sie hier? Linienschiff erste Klasse. Genau. Da wären wir hier in Königsberg und in Danzig. Und in Kolberg werden wir noch drei Linienschiffe bauen. Ich kann es mir finanziell leisten. Die Russen übrigens auch. Ich habe mal nachgeschaut, die haben richtig viel Geld über ja, fast 1000 Dukaten. Also am Geld wird es bei ihnen nicht mangeln. So, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt hier erstmal so ein bisschen zurück? Oder stoße ich hier weiter vor? Ne, das ist mir eigentlich ein bisschen zu riskant. Ich werde es nicht übertreiben. Ich werde jetzt hier mal in Richtung Heimat, in Richtung unserer anderen Armeen vorstoßen. So, und hier kommt es hoffentlich bald zum Kampf. Ah, jetzt hauen sie natürlich. Ja, klar. Ich Dummi. Aber das ist nicht so schlimm. Dann haben wir sie dort in der Ecke. Ah, nee. Es kommt tatsächlich noch zum Kampf. Na, hervorragend. Dann werden wir mal schnell auch noch mit denen dahin gehen, falls es irgendwie schwierig werden könnte. Aber Blücher ist ja da am Start. Das dürfte überhaupt kein Problem sein. Und wir haben sie aber leider wieder nicht überrannt. Wir haben sie wieder nicht überrannt. Und jetzt kommt es tatsächlich schon zu der befürchteten Schlacht. Ich fasse es nicht. Also jetzt alles, was wir haben, dahin. Dass das so schnell geht, hätte ich ja noch nicht erwartet. So, ist hier unser Linienschiff. Ja, das ist, glaube ich, ein Linienschiff. Jawohl, das geht dann auch noch schnell dahin. Ich vermute, dass es noch rechtzeitig ankommen wird. Aber jetzt nochmal zurück nach Schweden. Ich muss sie nämlich jetzt noch weiter verfolgen. Und sie marschieren wohin? Nach Karlstadt. Na gut, dass ihr in Karlstadt seid. Dann nehmt die mal bitte in Empfang. Jawohl. Und wir verfolgen jetzt die Schlacht, die Seeschlacht hier vor den Toren von St. Petersburg. Und ja, meine Moral sinkt, aber jetzt bin ich mit 8 Linienschiffen doch hier deutlich im Vorteil. 9 Linienschiffe sind jetzt hier und da kommt jetzt noch gleich ein weiteres. Das müsste doch jetzt machbar sein. Mit 10. Ja. Jetzt kommt es hier nochmal zur Schlacht mit 10 Linienschiffen. Müsste das doch machbar sein. Aber jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt endlich die russische Armee hier überrennen können. Und wieder nicht. Es haben wieder welche überlebt. Oh, und jetzt haben wir 2 Belagerungen gewonnen. Das ist sehr wichtig. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Kaufen noch einen Utina. Denn Utina kommt es auch noch zu einer schwierigen Schlacht. Aber bevor wir hier das aus den Augen verlieren, müssen wir einfach die weiter verfolgen. Das hilft nichts. Wir müssen sie erledigen. So, hier ist nur noch ein russisches Schiff übrig. Das scheint also alles kontrolliert zu laufen. Und jetzt haben wir hier 2 Schlachten auf einmal. Wobei das hier das kritischste... Ne, diese hier ist die kritischste Schlacht. Die verfolgen wir jetzt mal sogar. Im Wald befinden wir uns hier. Das könnte am knappsten werden. So, prima. Die Russen, wieso 3? Sie hatten noch 5, verstehe ich gar nicht. Auf jeden Fall haben sie 2 verloren. Jetzt haben sie wieder noch ein Linienschiff. Sehr schön. Und wir können uns dann jetzt gemütlich mal hier wieder weiter verteilen. Okay, ich denke, das ist alles klar. Und von der Flotte
Ja, die müssten wir eigentlich mal reparieren, fällt mir mal so auf. Das sieht ja gar nicht mehr so gut aus. Ist die Frage, können wir uns das erlauben, die jetzt abzuziehen? Oder kommt er dann da gleich rausgeschippert? Na, wir versuchen es mal. Wo ist denn der nächste Ort, wo wir sie reparieren können? Geht das hier in so einem blöden Hafen? Mal sehen, ob das jetzt zu riskant ist. So, aber jetzt erstmal verfolgen wir diese schwierige Schlacht in Utena. In Kovno haben wir gewonnen, das ist gut. Dann können wir auch hier gleich zu Hilfe eilen. Und wir bleiben hier. Oh ja, wir verlieren einiges, aber der Gegner auch. Wichtig wird dann wieder sein, den Gegner zu verfolgen. Ja, jetzt ist es eindeutig. Und hier hinten sind wir in Chef angekommen und werden auch wieder den Sturmangriff befehlen. Und bleiben hier am Ball. Und das sieht gut aus. Der Gegner wird richtig stark dezimiert. In Refef waren wir natürlich erfolgreich. Chef. Und wir werden, ja, wo werden wir jetzt hinmarschieren? Jetzt müssten wir doch eigentlich hier so einen Schlenker machen können, unsere Versorgungslinie zu sichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier nördlich. So. Ah, die Russen haben Vorratsmangel, das ist auch gut. Okay, die Schlacht ist zum Glück gewonnen, zum Glück auch mit wenigen Kavallerist 2 und Zuchtmeister, mit wenigen Verlusten. Und jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir sie hier wie üblich verfolgen. Ach, und hier habe ich noch diese kleine Kavallerietruppe, die eigentlich zum Spionieren gedacht ist. Und das will ich jetzt auch mal machen. Ich will die jetzt mal ganz weit in den Süden schicken, auf jeden Fall mit Vermeiden von Kampfhandlungen. Gehen wir mal hier so irgendwie runter in Richtung Kiew. Mal gucken, was wir da sehen. Ob wir da irgendwo eine feindliche Armee erkennen können. Das ist ja durchaus wichtig. So, und hier, sie fliehen jetzt nach Sunne. Und wir sind am nächsten Tag dort. Aber ich werde mal Folgendes machen. Ich werde wieder halbieren. Und die andere Hälfte schicke ich mal gleich hier hin. Dann können wir. Ah, nee, es kommt tatsächlich schon zur Schlacht. Na, wer hätte das gedacht? Das war jetzt nicht so klug, aber wir haben sie jetzt endlich vernichtet. Endlich, endlich, endlich. Sehr schön. So, dann auf nach Sundsvall. Auf nach Sundsvall. Nichts wie hin. Keine Zeit verlieren. Und die ru letzte russische Stadt hier auf schwedischem Gebiet, zumindest auf kernschwedischem Gebiet, erobern. So. Genau. Hier wird es jetzt interessant. Sie weichen mir aus und fliehen nach Dinaburg und da wollen wir ja natürlich auch hin. Ganz klar. Und sie fliehen weiter. Das ist wiederum nicht so gut. Wo fliehen sie denn jetzt nach Pütalova? Sind schon 2000. Das ist einfach so krass. Boah, wo sind die denn jetzt hin verschwunden? Bitte, ich sehe sie gar nicht mehr. Hilft nichts, wir müssen denen hinterher. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Moment. Die Provinz, die ist jetzt meine. Dann brauchen wir da gar nicht mehr hin. Dann gehen wir von dort dorthin. Ja, das ist jetzt knifflig. Wo ist die denn bitte hin verschwunden? Die kann doch erst gerade hier gewesen sein. Verstehe ich nicht ganz. Ist die schon so schnell woanders hin? Die muss gefunden werden. Das ist jetzt die spannende Aufgabe, die vor uns liegt.
Ja, okay, liebe Freunde, wir gucken mal zum Abschluss nochmal auf den Kriegsstand. 54%, sehr schön. Aber 70.000 Mann Stärke schon wieder bei den Russen. Und wir können ja mal auch spaßenshalber Friedensverhandlungen, Tribut fordern. Und ich fordere mal irgendwas. Nee, die sind noch zu gar nichts bereit. Ich glaube, noch nicht mal zum weißen Frieden sind sie bereit. Aber das will ich jetzt nicht anbieten. Ich glaube. Okay. Ja, liebe Freunde, also das war es erstmal in dieser Folge. Ja, es scheint so, als ob die Russen irgendwie keine Armee mehr ausheben, obwohl sie das Geld hätten und die Manpower hätten. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Sie haben 60.000 Manpower oder sie verstecken sie und wollen mich in einem ganz unglücklichen Moment dann damit erwischen. Was klar ist, es gibt jetzt irgendeine Armee hier in den Wäldern. Wahrscheinlich wollen die so eine Art Rebellenarmee hier in den Wäldern um den Peipussee herum etablieren. Wir müssen sie finden in diesen Wäldern, das ist die Aufgabe. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Schaut, ob es gelingt, diese Aufgabe zu lösen und hier weiter russisches Gebiet zu besetzen. Was die Siegprovinzen betrifft, aber das ist jetzt ja leider nicht mehr unser Thema, sind wir jetzt hier bei 7 Provinzen und ja, angekommen. Aber das Problem, genau, ihr seid auf Siegkurs. Preußen muss Frankreich weiterhin als Land Vormachtstellung zu Land ablösen, indem es deren Vormachtstellungswertung unter 100% bringt. Ja, das ist genau das Problem, was ich schon mal erläutert habe. Es reicht nämlich nicht, jeweils 7 Siegprovinzen zu haben, sondern man muss das andere Land auch ablösen, indem man dessen Siegprovinzen erobert. Das ist wirklich ein absolut komisches Prinzip, was man wirklich von Anfang an wissen sollte. Und was heißt, dass man quasi mit allen großen Mächten im Krieg irgendwann mal gewesen sein muss. Na gut, darüber habe ich mich schon oft genug aufgeregt. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Also nochmal mein Abschiedsgruß an euch. Macht's gut, bis bald, euer Steinwallen.